So, da herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ninja Battle Pass Stufe 46. Das was in diesem kurzen Video heute zeigen möchte. Heute ist der 7.10. 17:28 Uhr. Ich weiß nicht, wann ich das hochlade, das Video. Auf jeden Fall die Tage dann. Morgen oder heute oder die Tage. Auf jeden Fall. Am 7.10.2024 habe ich heute die Titan-Himmelblau-Tarnung freigeschaltet. Also ja, Violett, die Titan-Himmelblau. Und wie ihr sehen könnt, als nächstes 50 Kills noch. Also nein, eigentlich 49 oder so, glaube ich. Wenn ich richtig rechne. Ja, irgendwie um die 50 Kills circa, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube es sind 49. Dann habe ich die Titan Prisma Tarnung und dann kann ich noch ein paar Nebenaufgaben machen, damit ich die Pyroclast freischalte. Also die schaut nur heftig aus, aber ich habe bald die Prisma dann freigeschaltet. Aktuell nur die Himmelblau, dann die 50 Kills circa und dann die Prisma. Dann kommt die Bioglas das nächstes. Ja. Das wollte ich eigentlich nur in diesem kurzen Video zeigen, dass ich die freigeschaltet habe und wie heavy die ausschaut. Das zeige ich euch jetzt im Übungsraum. Ich zeige euch jetzt im Übungsraum, wie die ausschaut, die Waffen, also wie heavy die ist. Die schaut wirklich heavy aus. Also ich weiß nicht, lila war schon heftig. Himmelblau ist auch heftig, aber wenn ich dann Prisma bald habe. Arbeite an deinen Routinefähigkeiten, Agent. So, da ist Firing Range. Praktisch. Der Schießstand. Ein Ort nach meinem Herzen. Lade und entsichere verschiedene Ausrüstungen. Ja, seht ihr. Achso, bewegen kann man die Waffen nicht, dass man es in einem Winkel sieht, wie Black Ops 6 zum Beispiel, dass man eine Taste drückt und dann sieht man die Waffe in einem anderen Winkel. Aber jetzt, ja, so schaut die Waffen aus. Lila war die letzte, die ist halt blau, logischerweise, weil es himmelblau heißt. Und die nächste ist dann die Prisma. Die vorletzte Tarnung, weil es gibt ja eine neue Tarnung, also ist das die vorletzte praktisch. Ja. Ich gehe wieder aus dem Match, wollte ich das nur kurz zeigen. Am 7.10. Wann ich es hochlade, weiß ich noch nicht genau, das Video. Auf jeden Fall bin ich richtig happy. Also was heißt happy, Black Ops 6 wird auch cool, aber ich bin jetzt mal happy aktuell, dass ich diese Waffe freigeschaltet habe, also das Beherrschungslevel von der Waffe, weil das schaut eigentlich richtig heavy aus. Und das nächste Ziel wird dann Prisma werden und dann werde ich die Lodge raufleveln und die MP7. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, es war jetzt nicht so spannend, aber ja, wer sich das Video auch immer anschaut. Tschüss, ciao und bis zum nächsten Video. Servus.